Ja, liebe Leute, nach diesem Last-Minute-Punkt gegen Bayern München geht es heute weiter mit dem vermeintlich leichten Auswärtsspiel beim Aufsteiger und dem Tabellenletzten aus Kiel. Wir wollen natürlich heute dann wieder 3 Punkte holen. Oh, dann Real Madrid im Heimspiel, dann Leverkusen. Das heißt, wir werden heute ein bisschen rotieren müssen. Aus Gründen. Weil in 3 Tagen das ganz, ganz schwere Spiel gegen Holstein, Dings ansteht. Gegen Real Madrid ansteht. Deswegen heute ein bisschen mal mit einer B11, um zu sagen, jo, passt schon. Dass die Stammelf halbwegs fit ist für das ganz, ganz wichtige Spiel bei den zu Hause gegen die Königlichen. So, ich würde mal kurz ein bisschen durchbauen, bevor es heute weitergeht. Natürlich weitergeht. So. Ich habe da noch was auf der Bank. Warte mal, wo ist denn der Abraham hier? So, deswegen. Schimmert mal Reihe raus. Lemperle hat mir ja diesen Punkt gesichert beim. Ja, Sterner will spielen, das ist Kiel. Das ist sein Ex-Club, genauso wie bei Arp. Levis Pereira, Abraham, Horn. Gut, okay. Gut. Dann lassen wir das erstmal so stehen. Wie gesagt, einmal kurz beide auf fast allen Positionen durchrotiert. Außer, wie gesagt, Sterner und Fischer. Meine rechte Seite bleibt soweit. Ansonsten ist es soweit. Okay. Vermeintlich, wie gesagt, der leichteste Gegner heute. Dieser Reihenfolge. Ja gut, wie gesagt, Bayern. Ah, kriege ich die Ecke ein bisschen verteidigt, gewinnen wir das Ding. Aber mal schauen. Ist ja noch nichts passiert. Diese Saison. Bayern spielt gegen Schalke zu Hause. Ich hoffe auf meine Blau-Weiße, dass ein bisschen was reißen. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. So. Zwischen Bayern und Real steht Kiel. Heute auswärts im Holstein-Stadion. Wir wollen natürlich diese 3 Punkte holen. Klar, die Saison noch ungeschlagen. Das darf heute auch gerne so weitergehen. Und deswegen eine kleine Rotation, damit die Spieler fürs ganz, ganz große Ding fit sind. 2 Ex-Kieler heute dabei.
von unserem Kader mit Arp und eben Jonas Sterner. Er kann sich durchsetzen. Der Angriff könnte was werden. Ah, Teska. Gut. Lemperle. Ecke. Der Bayern-Schreck. Gut geklärt, das war wichtig. Staffelidis. Das könnte was werden. Jetzt die Hereingabe. 1-0 ab. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Jan Fiete ab. Der Ex-Gieler trifft. Den musste ich verpflichten, weil er auch sich gut entwickelt und ein guter Spieler ist. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und er soll halt... Ich brauche Spieler, die ein bisschen rennen können, die schnell sind. Und deswegen ist Arp ein wichtiger Teil. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Da hat er die Chance. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. 2-0, wieder Jan Fiete ab. Ich musste gerade kurz zögern, dass da noch einer dran kommt. Nicht vorbei und dann schaffen sie doch das Tor. Wiederholung. 0-2. Zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball... kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Erst Andrade und dann Chance, verscheitert noch das ist mal ganz kurz. Kommt ab und sagt dann, jo, passt. 12 Minuten, 0-2. 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Andrade. Lepperle. Jan Fiete ab. Ab. Ja, da ist Platz jetzt. Ab, der tut seinem Ex-Club aber heute. Okay, muss aber ein bisschen aufpassen, jetzt, dass da nicht noch mehr passiert. Skripski. Der heißt Skripski, aber gut, egal. Koku, nicht das 0-3, weil Weinander. Toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt die Ecke. Die spielen erstmal raus. Arembi. Kein Abseits, Ecke. Vom Verteidiger geblockt. Ecke. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Freistoß, Handspiel, okay. Ja, den will ich wahrscheinlich von da hinten nicht reinkriegen, oder? Warte mal, den werde ich von da wahrscheinlich nicht ins Netz kriegen. Den nee. Freistoß setzt er in die Mauer. Aber Lippele, Pfosten. Alter vom Pfosten zurück ins Spiel. Und jetzt ist der Ball geklärt. Also hier ist alles im... Man hat alles im Griff hier. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Die fix eingeplanten 3 Punkte scheinen erstmal auf dem... Direkt hinterher, man spürt, sie machen Druck. Scheinen heute zu hoch drin zu sein. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Aber man muss weitergehen machen. Man muss weiter aufs dritte Tor gehen. Einen Elfmeter im Parallelspiel. Borussia Dortmund hatte hier einen Elfmeter. Aber Gabriel Jesus ist gescheitert. Der Torhüter ahnt die Ecke und dann hält er den Ball. Oh, steht also weiterhin 1-0. Gespielt sind hier 27 Minuten. Vielen Dank für die Info. Also Dortmund 1-0, Stuttgart. Ah, dann hat er den Elfmeter im Nachschuss gemacht. Er hat es gescheitert und dann im Nachschuss den reingemacht. Anders kann ich jetzt gerade nicht erkennen, weil 27. Minute Jesus da stand. Also gehe ich mal davon aus, dass er erst gescheitert ist. Gegen Stuttgart. Was natürlich eher schlecht für uns ist. Wried! Und jetzt hat er den Ball. Nächster Ball abgefangen, irgendwas abgefangen. Lemperle. Gutes Dribbling. 3-0. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen yes. Den Konter perfekt. Zweites Saisontor von Lemperle. Das macht er das perfekt. Das Kölner Talent. Für die kurze Ecke
Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ja, die junge Truppe scheint zu fruchten. Tim Lemperle mit dem 0-3. Quasi okay, Fried. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da geht er vorbei. Gefährlicher Schuss. Oh, Latte. Er trifft die Latte. Und dann. Jetzt geht's. Schiri, das war Kopf. Das war der Kopf. Er sagt Handelfmeter für Kiel. Meiner Meinung nach war es kein Anspiel. Es war eigentlich nur Kopf. Schiri, wo war der Hand? Es war keine Hand, gefühlt. Mantel gegen Fried. Elfmeter und Tor. Hat die Ecke, Tor für Kiel. 1-3. Meiner Meinung nach ein geschenkter Handelfmeter. Ein geschenktes Tor für Kiel. Heißt es also jetzt. Ja, ja, wichtig, unwichtig. Aber wie gesagt, für mich kein Handelfmeter, weil wir führen für das Ding souverän. Ja, 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Pause. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. So, also Fakt ist 3-0 in Kiel, 3-1 in Kiel. Wie gesagt, das Tor. Gucken wir gerade mal Bayern, nur gut 2-0. Das ist irgendwo leider zu erwarten gewesen. Dortmund 1-2 gegen Stuttgart. Also die Konkurrenz führt. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Gucken wir mal, was unsere Aufgabe weiter souverän lösen können. Ab. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Oh, viel Platz jetzt. Unglaublich. Und beinahe verhindert das 1-4. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt ins Zentrum. Also wenn wir die Aufgabe weiterhin lösen. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv. Eine klasse Leistung. Fischler. Chance für den Konter jetzt. Wird von Fischer abgelaufen, Einwurf Kiel. Wie er da hingeht, gibt Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Da ist er da. Er steht gut und holt. Souverän. Und Abmarsch, oh, ab. Das wird was werden. Ab. 1-4. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Aus dem Kieler Einwurf wird der perfekte Konter von Jan Fiete ab mit Tempo vom Bayern-Verteidiger. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Und deswegen habe ich ihn geholt. Zieht ab aus 14, 15 Metern. Der Ball schlägt ein. 1-4. Hausaufgabe Kiel wohl gelöst. 4-1 jetzt also. Die Nummer 15. Jan Fiete ab. Wie gesagt, der Ex-Kieler mit dem quasi okay, Fried. Sterner. Es gab geht weiter Spiel einige Diskussionen um ihn, denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein und das sind besondere Spiele, Buschi, ne? Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den einen oder anderen Spieler, hast hier viel erlebt. Und das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Andrade. Eine typische für den Profi. Andrade. Moment, Andrade. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Er kann erst mal klären. Noch nicht mit seinem ersten Saisontor. Quasi okay, Fried. Gute Aktion. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber. Abflug, Fischer. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der Torschütze war Gabriel Jesus. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Mit dem Kopf macht er das. Er bringt hier jede Menge Power hinter dem Ball.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt ja, ich hatte gehofft, dass die 67 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Ja, das ist scheiße für uns. Pichler. Ja, zu einfach. Viel zu einfach. Der Ball ist weg. Und Abflug Mokoko. Mokoko. Jetzt die Hereingabe. Ab. Das war kein guter Kopfball, klar, aber... Es gibt Abschuss. Alles gut. Nichts wirklich Dramatisches jetzt irgendwie noch. Und das wird dann auch seine letzte... seine letzte Situation gewesen sein. Da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. So, Ab jetzt raus. Sterne raus. Wie gesagt, geschont für Real Madrid in der nächsten Partie. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Bayern München. Ja, klar. Victor Osimhen ist der Torschütze. Ein Tor nach einem richtig schönen Dribbling. Ja, am Ball ist das einfach ein unheimlich starker Spieler. Damit steht es hier also 4:0. 76 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Keller! Vielleicht. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. 8 Minuten jetzt noch. Fried. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Pichler. Vanisek. Den hat er förmlich geahnt. Ja, und Teuchert. Und Teuchert. Den Ball hält er gut. Oh. Und Lepperle. Geklärt, aber Einwurf. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. Jetzt können sie es machen. Und ich glaube, damit und den Freistoß können sie jetzt direkt so versuchen. Es gibt einen Freistoß für... Holstein, für Bayreuth natürlich. Warte mal, hab ich. Was ist die Fee? Vierter Ball, da ist es, den wollte ich haben. Klasse Freistoß. Und er ist drin. Super erwischt und der Ball geht ins Tor. Tim Lampeter. Den habe ich gar nicht richtig gesehen, weil ich habe den eigentlich aufs Rechteck anvisiert, aber der ist, der hat sich nach links noch weggedreht. Anschauen und sehen natürlich, das ist die ja, mittig sogar. Ecke, den muss er haben. Ja, das ist ein Fehler. Schöner Flatterball. 1:5, ja, sogar noch ein Freischuss gemacht. Die Kiel haben, glaube ich, 3 Freischüsse schon versenkt. In der zweiten Liga 2 Stück. Jetzt hin und Rückspiel durch Sterner. Und jetzt haben wir Lemperle. Ein Tor gemacht. Und jetzt kann Real kommen. Also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Ja, Pflichtsieg Kiel. Absolviert. Den Tabellenletzten nach Hause geschickt. So kann man es machen. Wie gesagt, das Tor von Fried war für mich kaum was, kein Elfmeter. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Ja. Passt, jedenfalls. Ja, aus hochverdienter Sieg. Gut, vielleicht hatte Kiel etwas mehr Ballbesitz, aber wir haben 17:2 Torschüsse. Boah. Schalke 5:0 verloren. Stuttgart 3:0 verloren. Ja, wie gesagt, die direkte Konkurrenz hat gepunktet ohne Ende.
Wir haben unsere Aufgabe gelöst. Jetzt kann Real Madrid als nächstes kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen um 14 Uhr und dann hoffen wir mal, ja, auf eine kleine Überraschung. Mal schauen. Tschüss.